Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Raft Mod Special. Da hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Schaut euch gerne auch meine anderen Videos dazu an. Ich verknüpfe euch mal einmal eins, wo ich auch erkläre, wie man den Raft Mod Loader verwendet. Da ist mittlerweile auch einiges an Komfort dazugekommen, nämlich dass man auch Mods direkt von der entsprechenden Webseite in den Mod Loader laden kann. Also alles noch viel leichter als zuvor. Werft doch da gerne mal einen Blick rein. Die entsprechenden Links packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Ja, noch ganz vor kurzem hat Redbeat gesagt, was wir auf gar keinen Fall in dem Spiel haben wollen, sind ja, Schusswaffen. Naja, was haben sich da findige Mod-Schreiberlinge überlegt? Naja gut, wenn Redbeat keine reinpackt, dann packen wir euch die rein. Und ja, da zeige ich euch mal welche. Das sind nämlich sogar eine ganze Menge. Nebst der entsprechenden Munition, die man dafür braucht, mit Nachladeeffekten und allem drum und dran. Hier erstmal eine formschöne Pistole. Ich lade die mal. Ja, mit unendlicher Haltbarkeit. Ja, und dann kann man mit dem ja hier auch Gangster-Style hier schön schräg gehalten, ein bisschen in der Gegend rumfeuern. Und das Ding macht sogar Schaden. Es verursacht nicht nur Löcher, sondern irgendwann holzt man damit tatsächlich auch Gegenstände weg. Also wer den Bauhammer bzw. die Axt nicht mehr benutzen mag, der kann ja hier auch die Pistole verwenden. Ja, ist nicht das Einzige, was wir haben. Ah ja, noch eine Uzi-Maschinenpistole im Angebot. Habe ich selber vorher noch gar nicht ausprobiert. Die laden wir auch mal. Und probieren die mal aus. Ja, funktioniert. Ja, da ist, glaube ich, überhaupt kein Gegner im Spiel mehr ein Gegner, wenn man diese Maschinenpistole verwendet. Aber das ist natürlich noch nicht alles gewesen. Ich mach das mal hier ein bisschen im Schnellverfahren. Das ist noch eine andere Pistole. Wollen wir natürlich auch mal ausprobieren. Das ist eine Schnellfeuerpistole. Mit Schalldämpfer offensichtlich. So hört sich zumindest an. Eine Luftpistole. So, eine gute AK-47 muss natürlich auch immer dabei sein. Jo. Und natürlich auch härtere Geschütze für alle, die es brauchen. Sieht nicht so schön aus, so in die Schulter geklemmt, aber da hätte man wahrscheinlich zu viel am Spiel rumtricksen müssen. Ja, kann was. Und last but not least gibt es auch noch was für alle Fortnite-Fans, nämlich das Fortnite Sturmgewehr. Ich selber habe in meinem ganzen Leben noch nie Fortnite gespielt. Weiß auch nicht, ob ich das jemals tun werde, aber ich kann zumindest sagen, ich hatte das Fortnite Assault Rifle in der Hand. Oh, bald nichts mehr übrig hier. Gut, ja, soweit erstmal zu den Waffen. Ich schalte hier mal das Menü wieder ein. Ich hatte es gerade nur ausgeschaltet, um euch nicht die ganze Vorfreude zu nehmen. Und hier sieht man im Menü selber, dass es hier ja auch die dementsprechende Munition dazu gibt. Ne? Also hier Pistolenmunition, Gewehrmunition und Schrotflintenmunition. Jetzt werfe ich den ganzen Spaß hier mal. Nö, ich werfe ihn nicht weg. Ich packe ihn einfach mal ins Inventar. Es gibt hier auch noch sogenannte Throwables, also werfbare Waffen. Die wollen wir natürlich auch mal ausprobieren. Und zwar gibt es da neben diesen Feuerwaffen Dynamit. Es gibt grüne Rauchgranaten, blaue Rauchgranaten und rote Rauchgranaten. Die könnten noch ganz lustig sein. Ich stelle mal alles dementsprechend her. So, zwei hiervon.
Zwei davon. Zwei davon. Werfen wir hier mal was weg. Und noch zwei hiervon. Erstellen, habe ich gesagt. Achso, die müssen ins Inventar hergestellt werden. Gut. So, jetzt haben wir von allem mal was zum Ausprobieren. Ob ich die vorher anzünden muss oder wie das funktioniert. Okay. Das nenne ich mal. Darf man noch eine zweite? Einfach nur linken Mausknopf drücken und los geht's. In gebührendem Abstand, versteht sich. Ach du lieber, mein Vater, Herr Gesangsverein. Ja, kann man lustige Sachen anstellen. Bald habe ich hier hinten von meinem Experimentierteil nichts mehr drin. So, die Sonne geht unter. Vielleicht ganz gut für die farbigen Rauchgranaten. Ich weiß es nicht. Ich gehe hier mal ein bisschen raus. Hier haben wir nämlich auch ein bisschen Fläche, wo wir die Dinger werfen können. Dann probieren wir erstmal so eine grüne aus hier. Cool, alles grün. Extrem grün, würde ich mal sogar sagen. Ein bisschen übertrieben. Also wenn wir noch eine hinterher werfen von den grünen. Oder können wir auch Farbenmischungen machen? Boah, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Siehst ja gar nichts mehr. Himmel hilf. Okay, probieren wir die anderen Farben noch aus. Ja, wenn einen die Mitspieler mal nicht finden sollen. Versteckspiele auf Raft wären da denkbar. Oder auch, was ich ganz nett finde dafür, was man sich ja schon immer mal gefragt hat, wie kann man sich eigentlich besser gemeinsam auf großen Inseln zum Beispiel orientieren. Der eine oder andere hatte ja schon die Idee, man könnte eine Leuchtrakete werfen oder vielleicht doch mal eine Minimap einbauen. Aber was durchaus auch eine Möglichkeit wäre, zu sagen, hier, wir nehmen Rauchgranaten mit, keine Ahnung, mit Rot markieren wir Questmarker, mit Grün Ressourcen, mit Blau seltene Tiere oder was auch immer. Oder einen Hilfeaufruf, kurz bevor man das Zeitliche segnet, ist natürlich durchaus auch drin. Gut, kurz und knapp. Zwei Mods. Wenn euch das gefällt, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, gerne auch ein Abo und ein geklingeltes Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Information bekommt, wenn es wieder soweit ist. Ja, und was ich an der Stelle auch noch mal erwähnen möchte, ist, wir haben auch eine ganz klasse Raft-Community auf Discord. Wenn ihr wollt, schaut auch da mal rein. Wir spielen zusammen, wir talken zusammen, wir diskutieren über die neuesten Neuerungen und Wendungen von Raft, discord.jasondux.de. Da freue ich mich über jeden neuen Insassen. Ja, bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und nein, es ist noch nicht zu Ende. Und das merkt ihr auch an der Videolänge, dass hier noch nicht Schluss ist. Weil ich habe nicht nur die Waffenmod am Angebot, sondern es gibt auch noch eine Mod, die sogenannte Entwicklergegenstände im Spiel freischaltet. Die gibt es tatsächlich auch, nur nicht offiziell. Die sind grundsätzlich nur für Entwickler gedacht, aber ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und euch auch die ins Spiel geholt. Ich zeige mal gerade, was das ist. Und erstmal werfen wir mal den ganzen Schmutz hier weg, zumindest so, dass wir ein bisschen Platz haben. Und zwar ist das die sogenannte OP-Weapon, Katsushi-like Boss. Die sogenannte Overpowered Weapon, also wie gesagt, das hat kein Modder erfunden, sondern das gibt's wirklich. Angeblich eine Waffe, die so ziemlich alles mit einem Stich platt macht, was auch immer das darstellen soll. Dann, ach guck mal, das haben wir völlig vergessen. Shotguns gab's noch. Ach du lieber Gott, alles durcheinander. Die habe ich ja völlig vergessen, auch mal auszuprobieren. Das machen wir mal schnell. Das können wir doch nicht unterschlagen. Da brauchen wir schnell nochmal ein bisschen Shotgun-Ammo.
um die Dinger einfach mal abgefeuert zu haben. Okay. Eine haben wir noch. Sieht nicht damit aus. Oh wei, wie der die festhält. Fliegt einem ja der ganze Arm weg, wenn man die benutzt. Gut, nun aber wirklich genug mit den Waffen. Weg, weg, weg. Die Fortnite-Waffe behalten wir mal. Das ist hier irgendeine OP-Waffe. Guckt euch das mal an. Hier irgendwie so ein Palmwedel oder was ist das? Palmwedel mit einem Speer dran. Mal einfach zustechen. Wenn ich es richtig verstanden habe, alles instant dead, was man damit sticht. Gut, wie gesagt, eine Erfindung der Entwickler. Jetzt lass mal gucken, was gibt es noch? Es gibt einen sogenannten Entwicklerhut. Ja, extra für Entwickler. Vielleicht auch demnächst im Livestream bei Jason Dux. Mal gucken, ob er sich das vielleicht reinpatcht. Wenn er schon den Bürgermeisterhut nicht tragen darf, wenn ihr wissen wollt, worum es da geht, schaut auch einfach mal bei den Livestreams rein, bei den Community-Livestreams. Coole Nummer. Den probieren wir gleich mal aus. Und dann gibt es noch was. Das werde ich aber jetzt nicht ausprobieren, weil das verbuggt ist. Ich weiß auch nicht, ob es jemals nochmal wieder repariert wird. Und zwar ein Strandball. Wie ihr seht, hat das hier kein Bild. Das führt wohl zu Fehlern, wenn man das Ganze benutzt. Deswegen werde ich den jetzt nicht herstellen, aber ihr wisst zumindest mal, da gibt's was. Stattdessen werde ich mir hier nur den Entwicklerhut mal aufsetzen. Ach du je. Das ist ja ein Ding. Ja, damit man auch im Dunkeln nicht übersehen werden kann. Gut, das soll es nun aber wirklich an dieser Stelle gewesen sein. Und schreibt mir gerne in die Kommentare doch mal, ob ich euch vielleicht noch mehr Mods zeigen soll. Passend geht der Mond unter. Und ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.